Hallo, liebe Zuschauer. Heute geht es nochmal um das Thema Heizkosten, Heizkostenabrechnung, Verteilung dieser Kosten. Aufgrund der Frage einer Seminarteilnehmerin, einer ehemaligen Seminarteilnehmerin. Bevor ich aber jetzt auf die Frage genau eingehe und die soweit hier möglich beantworte, noch ein Hinweis. Wir haben ja für den 22. Februar in Osnabrück ein Seminar zur sicheren Betriebskostenabrechnung geplant, in welchem es auch um diese Heizkosten natürlich geht, unter vielem anderen. Dieses Seminar am 22.02. ist ausgebucht. Wir haben keine Möglichkeit mehr, der Raum ist voll. Ich habe versucht, im Tagungshotel einen anderen Raum zu bekommen. Leider gibt es hier an diesem Termin, zu diesem Termin keine Möglichkeit. Diejenigen Teilnehmer oder diejenigen, die gerne teilnehmen möchten, wenn sie sich jetzt noch anmelden, können sie nur auf die Warteliste genommen werden. Ich kann Ihnen das anbieten, muss aber gleich dazu sagen, ist nicht so sinnvoll, denn es ist unwahrscheinlich, dass sich jemand abmeldet bis dahin. Allerdings haben wir nach einer Lösung gesucht und ich kann Ihnen den 2. März als Zusatztermin anbieten in Osnabrück mit demselben Thema. Der 2. März ist ein Samstag. Also wir haben das in die Homepage eingepflegt oder man ist gerade dabei, es einzupflegen. Sie können das entweder schon direkt buchen, diesen 2. März, oder wenn nicht, Sie aber schnell das abgewickelt haben möchten, dann erledigen Sie das über den 22. März, des 22. Februar in Osnabrück und geben Sie dort ins Bemerkungsfeld einfach ein, dass Sie am 2. März teilnehmen möchten. Ja, das dazu. Und jetzt zur Frage dieser Teilnehmerin. Sie schreibt: Sehr geehrter Herr Trepnau, vergangenes Jahr habe ich bei Ihnen einen Kurs für Immobilienverwalter in Osnabrück besucht. Ich werde mich auch für dieses Jahr bei Ihrem Kurs die sichere Betriebskostenabrechnung anmelden. Ja, gilt auch für Sie, ausgebucht, Ersatztermin 2.3. Mein Name ist, haben wir hier unkenntlich gemacht, und ich habe vorab mal eine Frage. Ist es möglich, die Heizkosten pro Quadratmeter abzurechnen und Wasser pro Person? Unsere Mietgebühren für die Geräte und die Ausführung belaufen sich zurzeit auf ca. 7.000 Euro jährlich. Ich vermute, dass mit Ausführung gemeint ist die Ablesung und Berechnung durch die Firma. Dies sind 13 Euro pro Wohneinheit im Monat. Um für die Mieter zu sparen, haben wir uns gedacht, diese Verträge zu kündigen und wie oben beschrieben vorzugehen. Das kommt für die Mieter wesentlich günstiger, da wir uns hauptsächlich mit sozial schwachen Mietern beschäftigen. Ist das so möglich, bewegen wir uns hier im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen. Mit freundlichen Grüßen. Ja, also ich habe vorhin gesagt, ich beantworte die Frage, soweit es hier möglich ist. Ich muss hier nämlich einschränkend antworten. Ich habe es ja auch schon in einem vorangegangenen Videoseminar gesagt und ich weise auch immer wieder in den Newslettern darauf hin. Solche Fragen können nur abschließend und gesichert beantwortet werden, wenn man einen kompletten Überblick hat. Ich muss also normalerweise die Mietverträge kennen, ich müsste sogar das Objekt oder die Heizanlage kennen, um hier eine zuverlässige Auskunft zu erteilen. Leider kenne ich hier weder den Mietvertrag noch das Objekt noch die Heizanlage. Das wäre aber wichtig. Eine ähnliche Frage habe ich ja vor kurzem schon beantwortet und Sie finden die Antwort auf diese Frage übrigens auch in meinem Buch. Sie finden die Antwort aber auch in einem Videoseminar, das wir produziert haben, welches Sie bei uns bestellen können, relativ kostengünstig. Übrigens wäre das auch Alternative für diejenigen, die vielleicht das mit dem Seminar in Osnabrück jetzt nicht mehr schaffen. Aber warum ist es wichtig zu wissen, welche Heizanlage da drin ist? Naja, weil die Heizkostenverordnung eben gilt für Anlagen, wo Heizung und Warmwasser durch Zentralheizanlagen oder Fernwärmeanlagen aufbereitet werden oder eben die Gebäude erwärmt werden. Und die Heizkostenverordnung bestimmt aber auch Ausnahmen, also Fälle, in denen sie nicht angewendet werden muss. Sie muss beispielsweise nicht angewendet werden,
wenn Sie ein Zweifamilienhaus haben, dort eine Wohnung selbst bewohnen und die andere vermietet ist, dann brauchen Sie die Heizkostenverordnung nicht. Dann können Sie auch noch Fläche die Kosten verteilen. Sie brauchen die auch dann nicht anzuwenden, wenn Sie zum Beispiel ein Apartment, ein Studentenwohnheim vermietet haben. Oder Sie brauchen die auch nicht anzuwenden, wenn Sie eine besonders energiesparende Heizanlage, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, einsetzen. Ja, und deshalb eben auch von mir immer die Frage, welche Heizanlage ist drin? Denn wenn Sie dort jetzt eine besonders energiesparende Anlage haben, dann könnten Sie so, wie Sie es hier beschreiben, vorgehen, wenn in Ihrem Mietvertrag nichts Gegenteiliges vereinbart ist. Dann bräuchten Sie ja die Heizkostenverordnung nicht. Dann brauchen Sie die Geräte nicht, dann brauchen Sie keine Fremdfirma, dann verteilen Sie die Heizkosten nach Fläche. Erledigt. Wenn aber für Ihr Objekt aufgrund der dort installierten Heizanlage die Heizkostenverordnung angewendet werden muss, dann müssen Sie nach den Regeln der Heizkostenverordnung abrechnen. Das heißt, Sie brauchen die Erfassungsgeräte, Sie müssen nach erfasstem Verbrauch verteilen, zumindest anteilmäßig 70% Verbrauch, 30% Fläche. Die Geräte müssen abgelesen werden und so weiter. Wir haben auch Urteile dazu. Wenn die Heizkostenverordnung angewendet werden muss, können die Mieter das verlangen. Und wenn der Vermieter es nicht macht, dann haben die Mieter Kürzungsrechte in der Größenordnung von 15% der Heiz- und Warmwasserkosten. In der Frage steht ja außerdem, ob die Wasserkosten nach Personenzahl verteilt werden können. Auch das ist natürlich jetzt für mich wieder nicht erkennbar. Dreht es sich bei dieser Frage um die Kaltwasserkosten oder um die Warmwasserkosten? Die Kaltwasserkosten dürften Sie nach Personenzahl verteilen, sofern Sie es im Mietvertrag vereinbart haben. Wenn nicht, dann würde der gesetzliche Verteilerschlüssel gelten, nämlich Verteilung nach Fläche, es sei denn, Sie haben Kaltwasserzähler installiert, dann eben wieder nach gemessenem Verbrauch. Wenn es aber um die Kosten für Warmwasser geht, stellt sich dieselbe Frage wie vorhin, muss die Heizkostenverordnung angewendet werden oder nicht? Wenn ja, gelten die Regeln der Heizkostenverordnung. Wenn Sie die nicht anwenden müssen, dann könnten Sie auch nach Personenzahl oder auch nach Fläche verteilen. Ja, so viel dazu. Ich möchte Sie noch bitten, unseren Kanal zu abonnieren, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Wir haben zwar einige Abonnenten und freuen uns da sehr drüber und ich möchte mich an der Stelle bei den Abonnenten auch bedanken, denn es ging doch relativ schnell, aber es reicht natürlich noch nicht. Wir brauchen da noch deutlich mehr, um auch regelmäßig solche Informationen für Sie zur Verfügung stellen zu können. Wenn Sie Leute kennen, die solche Informationen auch brauchen können, teilen Sie das Video mit denen. Ich bedanke mich. Bis bald.